Herzlich willkommen zu einem neuen Abonnenten-Special von eurer Miyuki. Zu Gast ist sogar diesmal Pedro, auch wenn er jetzt hier einfach nur so sitzt. Aber der macht mal in diesem Video mit. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Marke. Momentan steigt der Abonnentenpegel so hoch und auch in meinen anderen Netzwerken, also zum Beispiel Facebook, Instagram oder sonst was, wo ihr mir folgt. Das ist auch ganz schön heftig, wie sich das ansteigt. Das freut mich natürlich und deswegen habe ich euch fragen lassen, habe mein FAQ durchgehen lassen, habe mir die wichtigsten Fragen rausgesucht, die so am häufigsten von euch gefragt wurden. Und da dachte ich mir, beantworte ich die jetzt mal. Wobei ich sagen muss, dass einige noch zu persönliche Fragen darunter waren, die ich jetzt nicht beantworten werde. Und die Fragen, die mit Taro zusammenhängen, also mein Freund, meinem festen Freund, wenn irgendjemand in irgendeinem Video schreibt, ne? Ja, du und dein Bruder, ihr seid voll toll, ne? Der... Also, den, keine Ahnung, Taro und ich sind zusammen, er ist nicht mein Bruder. Ne, sollen wir uns mal richtig vor der Kamera so abknutschen? Dann, das ist mein Freund, ja. Auch Gamerinnen und Tierliebhaberinnen und Leute, die hier Regale voller Mangas haben, können Freunde, also einen Freund haben, ja. Bitte versteht das. Bevor ich mir hier aber wieder einen Wolf im wahrsten Sinne des Wortes, was ein Wortspiel, ablaber, hier kommen jetzt die Fragen und ich werde sie euch beantworten. Wie alt bist du? Ob man es glaubt oder nicht, aber ich bin 18 Jahre jung und ich kriege ja noch nicht mal Spiele ab der 16er-Plakette und die fragen mich immer noch nach meinem Personalausweis. Aber egal. Was ist deine Lieblingsserie? Bazinga! Nicht zu vergessen bin ich aber noch ein Riesenfan von der damaligen Serie Primeval, die glaube ich auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Super Serie, super Schauspieler. Ich fand immer den Connor am besten, der da gespielt wurde. Und schade, dass sie sich nach den ganzen Staffeln, ich glaube der fünften, so etabliert hat, dass dann eine ganz neue Serie entstanden ist. Primeval New World, und das hat mich irgendwie geärgert. Aber auf jeden Fall ist es für mich auch eine der geilsten Serien überhaupt, um die es je gegeben hat. Was ist dein Lieblingsmanga? Ich kann mich da nicht entscheiden. Das ist irgendwie ein bisschen schwer. Seit wann sammelst du Mangas? Intensiv sammle ich Mangas, glaube ich, schon seit ich 10 Jahre alt bin. So, da hat es so angefangen, da hat man sich jeden zweiten bis dritten Monat einen neuen Band gekauft, je nachdem, wann ja die Reihe fortgesetzt wurde. Und so hat sich dementsprechend meine Mangasammlung ausgeweitet. Was ist dein Lieblingsessen? Japanische Nudelsuppe. Besser gesagt, Ramen. Was sind deine Lieblingssüßigkeiten? Kekse. Nimmst du auch mal? Nein, natürlich nicht. Also Kekse und alles, was mit Schokolade zu tun hat, das liebe ich. Sprichst du auch noch andere Sprachen? Ich bin ein Multilanguage-Master und kann natürlich über 36 verschiedene Sprachen und Robotdeutsch. Nee, ich kann Deutsch, mein Kater verpieselt sich, Deutsch, Englisch und Französisch. Und Französisch hat ein bisschen bei mir gelitten, obwohl ich das 4 Jahre in der Schule hatte. Aber egal. Wie kamst du auf den Namen Miyuki? Diese Frage hatte ich schon mal in meinem älteren FAQ-Fragenvideo beantwortet. Und da habe ich halt euch schon gesagt, dass mein richtiger Name mit M anfängt. Und deswegen habe ich Mi genommen. Aber ich wollte etwas Japanisches nehmen, weil ich so ein großer Otaku- und Japan-Fan bin. Und da ich den Winter und die Kälte und Nässe und den Schnee total toll finde und alles Mögliche, was kalt ist und was andere Leute überhaupt nicht mögen, habe ich aus M und Yuki Miyuki gemacht. Viele von euch denken, dass ich eigentlich Miyuki heiße, aufgrund des Charakters Miyuki aus Lucky Star. Aber Lucky Star habe ich noch nie wirklich richtig geguckt, aber was ein Zufall. Ich meine, ein bisschen, okay, wir sehen uns gar nicht ähnlich, aber nein, deswegen habe ich mich nicht so genannt. Wo möchtest du gerne mal hinreisen? Ich möchte einmal nach Japan fliegen und Amerika besuchen. Irgendwann, aber auf jeden Fall Japan. Japan auf jeden Fall und Amerika auch irgendwann. Wie kamst du zu My Little Pony? Wer einige Videos auf meinem Kanal geschaut hat, weiß natürlich, dass ich ein riesengroßer Comic- und Cartoon-Fan bin. Auch egal, ob Animationsfilme jetzt modern gemeint oder auch der alte, gute Zeichentrickfilm. Ich ziehe mir eigentlich jeden Streifen rein. Und das hat damals so alles angefangen, als ich im Internet ein bisschen rumgesurft habe. Und einige meiner Freunde haben das so gehypt. Und ich denke, das ist My Little Pony, weil ich habe mir früher auf VHS die alten Zeichentrickfilme davon angeguckt. Und... ja, der neue Style mit der Flash-Animation hat mir so gefallen. Und ich habe gesagt,
Und dann habe ich die ganzen Lieder dazu gehört und das fand ich dann doch richtig cool. Und dann habe ich es mir angeguckt, dann fand ich das ganz schön niedlich und dann hat sich das halt so gebildet. Und Fluttershy ist für mich das Best Pony. Da gibt es keinen, das ist auf jeden Fall ja, super. Welche Art von Musik findest du am besten? Also egal ob Charts, ob Heavy Metal, ob Soundtracks oder klassische Musik. Ich liebe klassische Musik und Soundtracks. Wirklich, da gehe ich ab. Bei Kinofilmen, die Leute gucken den Film und ich so, oh, geil, ist der Soundtrack super. Und wieder hat Hans Zimmer so einen geilen Soundtrack. Und die Leute, die, naja, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall bin ich super geil auf Soundtracks. Ich mag auch J-Pop, also japanische Kulturmusik, mag ich auch sehr. Instrumental mag ich auch, Hardcore geht, Dubstep. Also alles Mögliche von A nach B ist dabei. Wie bist du darauf gekommen, Videos zu drehen? Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, um ehrlich zu sein. Also ja, ich war früher ziemlich kreativ. Kreativ als die anderen Kinder, sogar im Kindergarten und in der Grundschule. Und ich habe dann halt angefangen, irgendwie so zu tun, als würde ich Reportagen drehen oder Sachen drehen oder Drehbücher machen und alles. Aber ja, ich hatte keine Kamera und dann habe ich zu Ostern meine erste Kamera bekommen. Hier sehen wir, das ist das gute Stück. Boah, richtig geil. Das war noch, das ist richtig scheiß Qualität mit so einem super geilen, mega hoch auflösenden Mini-Bildschirm hier. Und hier konnte man runterdrehen, dann hier an der Knöpfe drehen. Aber Hauptsache, Klein Miyuki hatte... bin ich scharf? Ja, Klein Miyuki hatte damals was zum Filmen. Und ich habe damals meine Tiere, die ich schon hatte, fotografiert und gefilmt. Und ich bin im Wald gelaufen, habe Walddokumentationen gedreht und habe Sachen gemacht. Und ja, ich denke mal, ich war schon von Anfang an so kreativ und wollte unbedingt Sachen drehen. Und dann habe ich irgendwann mit YouTube angefangen, kleine AMVs gemacht, nur Synchros hochgeladen und Fansachen gemacht, bis ich dann endlich 2012 oder 2011, weiß ich gar nicht mehr, meinen Miyuki-Kanal gegründet habe. Willst du YouTube noch weitermachen? Wenn ja, wie lange? Ja, so lange wie es geht, ne? So lange wie es neben meiner Ausbildung, Arbeit, Studier möglich ist, werde ich das natürlich machen, ne? Und später, wenn ich dann eben halt vollzeitig berufstätig bin, werde ich dann auch mal schauen. Aber ich möchte es nicht aufgeben, weil ich das wirklich sehr gerne mache und es ist ja hobbymäßig. Und ja, ich habe da einen Riesenspaß dran. Wie viele Beziehungen hattest du schon? Wie viele Beziehungen ich schon hatte? Boah, da muss ich aber überlegen. Das ist ja eine Frage, ne? Die kann ich gar nicht beantworten. Da muss ich mal ganz scharf nachdenken. Nee, Quatsch, Leute. Bis auf Taro. Also meinen jetzigen Freund war ich noch nie in einer Beziehung, also null, wenn ihr das so sehen wollt. Und ich bin glücklich mit ihm zusammen und falls er das sieht, das ist das Lebkuchenherz, was du mir letztes Jahr auf dem Stadtfest gekauft hast. Ja, freu dich, ja. Und wie gesagt, null Beziehungen und ich bin glücklich und ich werde auch erstmal nicht meine Beziehung wechseln, also. Wie lange kennst du Taro schon? Wie lange seid ihr schon zusammen? Zu diesen persönlichen Fragen habe ich mir nur einige rausgesucht, die jetzt mit mir und Taro was zu tun haben. Die Sache wie mit dem ersten Kuss und wie habt ihr euch kennengelernt, wie war das und so. Das finde ich, könnte man später noch in einem weiteren Video vielleicht so einen Boyfriend-Girlfriend-Tag machen. Obwohl, ich weiß auch nicht so ganz, aber es war mir zu persönlich. Aber das werde ich euch beantworten. Taro und ich kennen uns schon seit über 9 Jahren. Wir kennen uns seit 9 Jahren und seit ungefähr 1,5 Jahren sind wir zusammen. Nur 1,5 schießen jetzt auf die 2 Jahre zu und wie gesagt, wir sind glücklich und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Was ist dein Traumberuf? Ich habe eigentlich viele Traumberufe in der Art. Ich würde vieles gerne machen. Ich würde super gerne Grafikerin werden oder Mediengestalterin oder irgendwas höher. Bachelor of Arts oder sowas oder Creator of Arts, wie sich das nennt, das wäre auch super toll. Ich würde auch sogar selbst Sachen designen, also als selbstständiger Designer leben, wenn man damit Geld verdienen kann. Dann würde ich auch super gerne noch Novelle und Bücher schreiben, was ich eigentlich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren tue. Aber ich komme nicht und irgendwie weiß ich auch nicht, ob die Leute meine Bücher kaufen würden. Aber trotzdem, so kreativ arbeiten, vielleicht auf eigene Faust. Wenn selbstständig machen, wäre schon ein großer Traum von mir, weil man sich ja selbst einteilen kann. Und auf eigene Arbeit bin ich sowieso ganz stolz und wäre schön.
Was macht dir am Videos drehen auf YouTube am meisten Spaß? Leider wurde dieser Take gelöscht oder eher gesagt, hat die Kamera den nicht aufgenommen. Aber gut, ich werde euch das jetzt einfach mal so erzählen. Was mir am meisten an YouTube Spaß macht, ja, das ist wohl ganz klar, dass ich solche positive Rückmeldungen bekomme und dass ich auch sehe, dass ich halt Zuschauer habe, die genau die gleichen Interessen oder dieselben Hobbys teilen und dass ich auch Videos mache, die nicht nur für mich allgemein zum Anschauen sind, sondern dass die ganze Welt dann eben halt, oder sag ich jetzt mal, Deutschland teilhat an meinen kreativen Auslastungen und auch Ideen oder auch wenn ich jetzt zusammen was mit euch mache, wie Verlosungen oder wenn ich mit meinen Fans interagiere und sage, was haltet ihr davon und dann gebt ihr mir eure Rückmeldung, das finde ich schon ganz interessant. Und man baut sich ja auch damit sowas auf und wie gesagt, ist mein Hobby und ich habe einfach Spaß dran, das gefällt mir. Was war dein erstes Haustier und wie hieß es? Leute, muss ich das jetzt hier wieder auch nachsprechen? Ich hoffe, ihr habt damit keine Probleme. Also, mein erstes Haustier war ein Kaninchen. Ein Löwenkopfkaninchen. Und zwar ein ganz schneeweißes. Habe ich zu Ostern bekommen und naja, wir haben es dann auch abgegeben, weil wir nicht mehrere Tiere halten konnten und es wurde auch wieder aggressiv. Es war ein Weibchen, eine Hesin und ich habe sie damals, weil ich ja so kreativ war und totaler Disney-Fan schon mit 3 oder 4 Jahren war und nichts anderes gesehen habe, habe ich es Schneewittchen genannt. Welche Tiere möchtest du zukünftig noch haben? Wow, ist eine Frage. Zukünftig? Reden wir von den nächsten 10 Jahren oder reden wir von den nächsten 50 Jahren? Also in meiner Welt sind Tiere nicht wegzudenken. Jetzt, also wenn ich jetzt noch mehr Geld hätte und mehr verdienen würde, sagen wir mal nebenbei, und ich würde noch ein größeres Haus oder Wohnung haben, ich hätte hier alles voller Tiere. Ich würde auch dementsprechend viele Videos drehen. Aber nein, in Zukunft, ja, jetzt zukünftig würde ich gerne meine Axolotls mir anlegen. Wenn ich jetzt eine eigene Wohnung hätte, würde ich mir noch mehr Hamster zulegen, vielleicht eine kleine Hamsterzucht, Hobbyzucht anlegen. Dann unheimlich gerne, mein absoluter Wunschtier wäre ein Hund, ein deutscher Schäferhund mit geradem Rücken oder ein Tamaskan oder sonst was. Dazu mache ich ja auch noch ein extra Video über Hunde. Und ja, ich mag alles. Ich bin auch ein Fan von Aquaristik, wie er schon gesagt hat. Also ich mag auch Aquarien, ich mag alles, ich habe alle Tiere lieb. Und ja, so bin ich halt, absoluter Tierfreund. Welches Fabeltier ist dein Lieblingstier? Ich weiß ja nicht, ob ihr euch mit der japanischen Mythologie auskennt, aber da gibt es ein Fabelwesen. Das ist das sogenannte Kitsune. Das ist so ein japanischer Fuchs, Geistfuchs. Mit eigentlich, manchmal sind es 7 Schwänze, manchmal sind es 9, aber meistens sind es 9 Schwänze. Der Fuchsgeist. Und den finde ich eigentlich sehr interessant. Das sind meistens immer weibliche Formen, die sich dort umwandeln und immer Rache ausüben. Und eigentlich wird er auch angebetet, dieser Fuchs, aber normal ist er eigentlich blutrünstig und will immer nur Rache ausüben und sich an jungen Männern ranmachen und sie danach töten. Aber ich finde dieses Fabelwesen total toll. Yay! Was für Let's Plays sind noch so geplant? Leider konnte ich ja Skylanders und meine anderen Spiele jetzt nicht spielen wie Disney Infinity 2.0. Da ist mir sehr viel dazwischen gekommen. Ich entschuldige mich auch. Jetzt ist die Zukunft noch ungewiss, was ich spielen werde. Ich habe ja schon mal gesagt, Animal Crossing ist drin, das alte für die Nintendo 64. Ach, 64, was rede ich da? Für den Gamecube, ich bin schon ganz durch. Dann sind da noch andere Nebenprojekte von der alten PlayStation 1, die ich euch gar nicht sagen kann. Okami möchte ich auch nochmal spielen. Zelda Twilight Princess möchte ich auch nochmal spielen. Also es gibt sehr viel, aber wie gesagt, kommt je nach darauf an, wie viel Zeit ich habe und ich möchte immer gucken, dass ich so 2 bis 3 Projekte schaffe, auch wenn ich immer nur am Wochenende spielen kann und dann hochladen kann, weil ich ja gar nicht so viel Zeit habe wegen meinem Fachabitur. Aber trotzdem. Und zum Schluss, welches Spiel war dein bisheriges Lieblingsspiel? Ein richtiges Lieblingsspiel, weil ich so richtig gerne gespielt habe, ich weiß nicht. Könnte sein Dog's Life, weil damals war das mein absolutes Lieblingsspiel und ich habe es so abgefeiert, weil ich es endlich mal wieder gespielt habe nach 10-15 Jahren. Und dann vielleicht noch Jurassic Park, Operation Genesis, weil ich auch ein unheimlicher Jurassic Park Fan bin. Es gibt bald wieder Jurassic Park Let's Plays. Bitte guck da vorbei. Und ja, sonst, mir macht eigentlich jedes Let's Play Spaß, sonst würde ich das Spiel ja nicht spielen. Wir sehen was mal so. Ich spiele nichts, was mir nichts gefällt. Sonst sitze ich da mit so einer Flappe und hallo, willkommen zurück zu, ne? Ja. Also, das hat sich, glaube ich, dann von alleine geklärt. So, Leute, das war's dann jetzt mit meinem 4000 Abonnenten-Special. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich an meinem Kater, dass er doch hier geblieben ist. Ja, er haut mal nicht ab, denn er ist eigentlich in wenigen Aufnahmen zu sehen, da er sehr scheu ist. Wie gesagt, danke, danke, danke.
Ich wundere mich immer noch, dass der Pegel so hoch geht und ich freue mich immer wieder über Kommentare. Lasst ein Like da und sagt mir, wie fandet ihr das Video? Fandet ihr die Fragen gut? Weil ihr habt mir wirklich so viel geschrieben und ich konnte wirklich nicht alle beantworten, weil sonst würde das Video noch ziemlich lange dauern und ich muss noch gleich was anderes machen. Dann muss ich das rendern und ich bin ein sehr viel beschäftigter Mensch. Wie gesagt, ich habe jetzt auch Instagram und die ganzen anderen Social Media Sachen, da könnt ihr mal vorbeikommen. Auf meiner Facebook-Gruppe ist am meisten was los, da tauschen sich auch meine Fans gegenseitig aus und da findet ihr auch die neuesten News und Let's Plays und alles sonstiges, was so hier an meinem Kanal zu finden ist. Danke, danke, ich werde mir Mühe geben, meinen Kanal weiterhin so zu produzieren und so weiterzuentwickeln und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin noch treu. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Abonnentenmarke. Ich bedanke mich immer noch, aber egal, ihr seid die Besten, ihr seid tolle Miyukimis und wir sehen uns dann einfach im nächsten Special oder im nächsten Video oder irgendwas, wo ihr mich gleich wieder sehen werdet, wieder.